Ja, liebe Leute, weiter geht's heute mit FIFA und wir machen heute nochmal weiter, wir probieren es nochmal was. Und zwar habe ich mir so ein bisschen gerade überlegt, wen könnte man noch für die neue Saison holen als Stürmer. Da sind mir gerade zwei Namen nochmal eingefallen, die vielleicht vom Finanziellen eher mal möglich sind. Sasa Kalajdzic vom VfB. Den versuchen wir mal die Transferperiode zu setzen. Oder der nächste Weghorst. Der wäre vielleicht sogar eine Alternative. Als zusätzlicher Stürmer bei Napoli spielt er momentan. Okay. Gucken wir mal, einer von kriegen. Ich probiere jetzt mal die Anfrage mit Kalajdzic. Da will ich mal ein bisschen ran, weil die Nummer 9 ist zum Beispiel bei uns frei. Das heißt, theoretisch würde er ja sogar seine Nummer behalten dürfen, wenn er die, wenn wir den Deal unter Dach und Fach bringen würden. So, Transferangebot. Ich gehe mal auf 15 Millionen. Absenden. Oh, wer möchte? Okay, das wäre super. Dann gehen wir mal rein in die Transferverhandlung. In die Dings zu verhandeln. Gehen wir mal wichtig. Vertragslaufzeit gehen wir auf 3 Jahre. Das könnte das ja realistisch sein, jawohl. Freigabesumme nehme ich raus. So, die Frage, was verdient er beim VfB? Da würde er wahrscheinlich ein bisschen was mehr verdienen wollen. Ich gehe mal auf 50 und 100. Und damit herzlich willkommen im Team Sasa Kalajdzic vom VfB neu gekommen jetzt. (lacht) 75er Stärke, okay. Ja, aber wird wahrscheinlich. Kann nämlich auch offensives Mittelfeld spielen, das ist der Vorteil bei ihm. Das heißt. Ja, ich muss den Kopf ein bisschen umbauen jetzt, ne? Das ist es halt. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen eigentlich theoretisch noch 2 Sechser. Das möchte ich gerne versuchen, ein bisschen zu. Duarte. Timo Horn. Also auf jeden Fall noch 2 Sechser möchte ich gerne verpflichten. Und 2 Innenverteidiger. Das ist ganz klar. Die Frage ist, 2 Sechser, 2 Innenverteidiger. Also Minimum 4 Spieler brauchen wir noch, die ich gerne verpflichten würde. Ob die da irgendwo eine Alternative haben, die uns von der Kohle her zumindest passen würden. Hm. Ja, das ist ja nicht so. Definitiv 32, so teuer. Darmstadt aufgestiegen, okay. Dortmund. Fortuna auch hoch. Ich gucke gerade ein bisschen durch, was da, ob da der eine oder andere Transfer kommen würde. Na, wie gesagt, Luke, der Süle wird nicht kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Naja, der ist auch schon 37, ja. Musiala.
Ich halte mal gerade so ein bisschen auf. Gut, eigentlich brauche ich hier einen Sechser, ne? Zu teuer. Ich brauche dringend zwei Sechser, das ist ganz klar. Ich muss halt mal kurz wegen dem Scouting mal ein bisschen als Alternative. Ich habe natürlich noch nicht die Kräfte. Ja, das wird zu teuer werden. Florian wird's ganz knicken eigentlich. Gehen wir mal Richtung Premier League in England. Da gucken wir mal gerade rein. Haben wir die überhaupt hier? Das ist was anderes. So, Arsenal. Probieren wir mal bei Arsenal reinzugucken, mit die noch so noch in der Defensive haben. Lukas Klostermann, ja. Wäre eine Alternative zum Beispiel, den ich mal überlegen könnte. Müssen wir mal gucken, was für die Kohle rein, was auch das Geld, was auch Spieler an Geld bringen, ne? Schubuschleider, der ist gerade erst gewechselt nach Arsenal. Oh, wieso das? Ja, gut, hier ist er noch. Eigentlich ist er bei Fenerbahce, aber. Chelsea. Das sind einfach nur gerade Ideen. Guck mal bei Dings, bei Ajax, die haben zwischendurch immer mal gute Talente dabei. Niederlande. Wo wollen wir sie denn? Ja, das ist die Schweiz. Super League ist in Türkei. MLS ist Amerika. CSS, was nicht ist, glaube ich, ist Irland. Premier League, Liga 2, Bundesliga. Eredivisie, da sind sie doch. Wollen wir mal defensiv, was sie da drin haben. Masraoui. Marekic. Ist der Bruder übrigens von. Wie heißt er? Der nach Sevilla gewechselt ist. Ehemaliger Hertha-Spieler. Glaube ich zumindest, dass es der Bruder ist. Die haben auch nichts, ne? Wirklich. Gehen wir mal zu PSV, die haben bestimmt auch den. Vielleicht haben sie noch den ein oder anderen, das ein oder andere Talent.
So, gut. Sind jetzt ein paar Leute dabei. Ich lasse sie jetzt mal durchscouten gerade. Vielleicht kriegen wir noch dazu ein oder andere gute Ergebnis rein. Das Bayern-Film machen wir in der nächsten Folge, da bin ich mir ziemlich sicher. Das wäre sonst ein bisschen zu heftig. So, gucken wir mal. Die Folge wäre sonst. Gotuchu. Delegieren. Mindestverkaufssumme. 20 Millionen möchte ich gerne für den Spieler haben. Delegieren. Mindestverkaufssumme 45. Da sind zwei Angebote drin, aber ja, gucken, was halt möglich ist, den Kader neu aufzubauen, ne? Das Beispiel sehen wir uns in der nächsten Folge auf alle Fälle an. Stillstandsverhandlungen? Okay, das ist ein. Also mindestens ein Stillstand. Die Frage ist ja, für wen? Kader Rabeck, okay. Naja, wieder mal sein. Gut, dann würde ich sagen, mal Feierabend schon. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht es weiter mit dem Supercup-Spiel gegen die Bayern.